Kattler, wenn man Ihnen fest zusagen würde, dass Sie nach einer Woche oder einem Monat oder vielleicht auch nach einem Tag hundertprozentig wieder Katja Riemann werden würden, fänden Sie schön, mal eine Zeit lang Mann zu sein? Ja, unbedingt. Warum? Um was zu verstehen, wie das so geht. Das ist ja, also Männer und Frauen sind ja verschiedene Leute. Das muss man ja sagen. Also das sage ich, es geht nicht um Urteilung. Ich denke, dass es auf jeden Fall sehr zur gegenseitigen Verständnisverbesserung beitragen könnte. Aber ich würde es vor allem aus Neugierde machen, wie sich das anfühlt. Was finden Sie denn an Männern besonders rätselhaft? Die Rätselhaftigkeit, die drehen wir als Frauen so hinein, weil wir versuchen, komplizierte Dinge zu verstehen, die gar nicht kompliziert sind. Oder damit und das verstehen wir nicht, dass etwas nicht kompliziert sein kann. Sondern das ist dann ganz einfach und man denkt, so einfach kann es ja jetzt aber auch nicht sein. Oder? Ja? Haben Sie schon entschieden, eine Woche, einen Monat oder einen Tag? Nein, mir reicht ein Tag, das reicht dann. Mir geht es ja jetzt gar nicht um körperliche Dinge oder dass man plötzlich so einen Penis hat oder so, sondern das, wie die Synapsen sind, mit einem Gefühl zu Menschen oder zu Frauen oder so. Ne? Physis, ich hätte wahnsinnig gerne, abgesehen davon, dass ich seit Kindheit an Penisneid habe und dazu auch offen stehe, habe ich diese Physis, die männliche Physis, zu wissen, dass man diese Kraft einfach hat, das finde ich so toll. Wir sind physisch immer unterlegen, ansonsten sind wir mit allem überlegen, aber physisch sind wir unterlegen.